Wir machen weiter. Elden Ring, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Eine bessere Hälfte hat mir gesagt, ich soll mich irgendwo links halten. Zwischen irgendwelchen Gesteinen. Praktisch, dass hier alles aus Stein ist. So. Aber schauen wir mal weiter. So, was ist deine Ausrede? Sonst noch wer? Ist das eine Truhe? Nein. Was ist das? Silbertränenhülle, klar, was sonst, Alter. Genau danach habe ich doch gesucht. Eine Ameisenschädelplatte als Schild. Alles klar. Fächerdolche, was? Das sind ganz schön viele Blobs hier. Schild. Er hat ein Schild, alle anderen haben kein Schild. Okay, das interessiert immer einen Scheiß. Go on, friss mein Mana. Klangperle 2 des Geistertal Lilienpflückers. So. Irgendjemand, ohne es zu wissen, sagt mir jetzt aus dem Stegreif heraus, was ich damit anstellen soll. Ah, neue Objekte. Okay. Und ich sehe gerade, wir haben einen Haufen Teile für neue Objekte und ich habe sie überhaupt nicht mitgekriegt, aber okay. Naja, dann können wir nachher wenigstens mal knusprig einkaufen gehen. Finde ich ja auch nicht so verkehrt hier. Es geht hier ab, das sieht hart nach einer Falle aus, ja. Gravitationszauber ist drin. Ich weiß nicht, wer von uns beiden gerade einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, ich stirb. Egal, was du willst. Was geht mit dieser Falle ab? Ist das eine Mimik? Mit dieser Truhe. Ich sag schon automatisch Falle. Dunkle Schmiedestein 7 nehme ich gerne mit. Rechts von uns müsste jetzt ein Blob sein. Scheiße. Tschüss.
Tschüss. Goldene Rune plus 10. Wir haben Runen ohne Ende, Alter. Bei dem nächsten Händler können wir uns einfach instant alles kaufen, was wir wollen. Könnten aber natürlich auch ein paar Mal aufleveln. Da kommt eine sehr, sehr langsam heranrollende Kugel. Ich frage mich, ob die bis hierhin geht. Den Steinschwertschlüssel kann ich hier gerne einsetzen. Die Kugel kommt immer noch. Ich bin etwas verwirrt. Wir gehen hier mal rein. Hier stehen Gegner. Parfümöre natürlich. Na, es sind doch keine Parfümöre. Es sind irgendwelche abgefuckten Monster-Kleriker, die mir die Scheiße aus dem Leib füllen wollen. Wo ging dieser Zauber hin? Nice. Sagen, was denkst du, wie oft du noch ausweichen kannst, Alter? Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. What the fuck? Das klingt super interessant, Alter. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wo geht's denn hier lang? Hier ist ein Balkon. Von dem aus, wir auf gar keinen Fall hätten so raufkommen können. Ja gut, wir hätten jetzt ein bisschen abkürzen können zurück. An Seiten sehe ich jetzt auch nichts mehr. Geht's hier noch irgendwo hin? Nein. Da hinten steht ein mega abgefahrener Turm. Hier unten war der Wechsel, den wir umgelatzt haben. Sehr interessant. Wir sind also doch wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Nur über 50.000 andere Umwege. Was ist mit dieser Kugel? Meine Kugel ist gestunt. 941. Eine Larventräne. Wir könnten nochmal Rebirth machen. Eine Runde plus 10. Die Kugel zu töten war jetzt mit einem Gravitationszauber nicht ganz so kompliziert, wie ich es mir vorgestellt habe. Da drin sind 1000 Leute verreckt. Hier draußen sind 1000 Leute eingefroren worden. Keine supergeilen Geheimnisse, aber abgefahrene Pflanzen, die hier wachsen. Okay. Das verkompliziert unsere Situation gerade deutlich, aber... Solange jetzt hier keine zweite Kugel kommt. Ist ganz gut unter Kontrolle. Große Geistertal-Lilie. Verstärkt ruhmreiche Asche auf plus 10. Wir müssen ganz dringend mal wieder in diese Tafelrunde rein. Goldene Rune plus 10, Alter, das ist Wahnsinn, ey. Aber es geht auch bis plus 20, glaube ich, ne? Ist das eine Tür? Ah, da liegt noch ein Objekt. Es geht also nur durch den großen Haupteingang, obwohl hier das da drüben ziemlich offen aussieht.
Okay, also so wie ich die Sache sehe, ist hier einfach gefühlt jeder Raum gespickt mit Fallen. Mit irgendwelchen extrem unterschiedlichen Fallen, auf die du erstmal irgendwie reagieren musst. Das hier sieht mir auch extrem nach einer Falle aus. Ich glaube, ich knusper nochmal einen blauen Energy Drink hier. Kommt da jetzt hinter mir so eine Kugel raus? Kann das sein? Ich traue mich gar nicht, nach hinten oder nach vorne zu gucken. Jo, Digga. Ach, da ist wieder so ein Mist-Käfer. Scheiße. Cool. Cool. Da vorne steht wieder so ein düsterer Kleriker. Ich hole uns mal ein bisschen Hilfe ran. Silberträne. Okay, alles klar. Wir sind also offiziell im Arsch. Aber ich werde hier zaubern, was das Zeug hält. Das ist mir natürlich in einem sau ungünstigen Augenblick. Au! Okay, da liegen 42.000 Runen. Ich glaube, die hätte ich hier nicht. Ich glaube, das größte Problem in dem Raum sind aber nicht der Sperrtyp und der Großschildtyp, sondern der gottverdammte Wichser, der da in der Mitte stand. Darauf erstmal ein bisschen Popcorn. Okay. Scheiße. Ich glaube, ich habe sehr viel mehr Magic Bullets, als du ausweichen kannst, mein Freund. Ich glaube, bei den Viechern hier könnte man auch mal gerade eben durchlaufen. Jetzt haben wir wieder natürlich das Problem mit der Kugel. Die herannahende, patrouillierende Kugel. Musste ich die Treppe rauf, ne? Ja. Definitiv musste ich diese Treppe rauf. Physikalische Grundgesetze sind was Schönes. Ja, es sind draußen 40.000 Grad. Bist du da jetzt wirklich raus mit deinem dicken Winterfell? Okay, die haben sich alle gegenseitig gefrackt. Dicker. Alles ist gut. Oder soll ich den Kürbis holen? Wie stark ist denn der? Wie stark ist denn der Kürbis? Erst plus 6. Komm schon. Das ist der Kürbis. Erst plus 5. Ich glaube, ich hole den Kürbis. Ich glaube, der holt mir, steckt mir ein. Muss nochmal probieren, ne? Kürbismann, sag mir, was du kannst. Nehmen wir mal eine Bubble. Sicher, sicher.
kann die zwei halt auch nicht die ganze Zeit außer Acht lassen. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mal gerade Jagd auf den Typen hier machen. Er ist fast down. Jetzt ist er down. So, seine beschworenen Viecher natürlich nicht. Kam ich auch auf die Idee. Au! Fuck me, Alter. Okay, der eine ist fast down. Au. Nein, komm schon! Ah! Scheiße. Verdammt. Hat ganz andere Probleme. Da ist ein Kleriker oder ein Parfümeur und der hat zwei Bodyguards. Der eine hat ein Großschild, der andere hat ein Langschwert. Und drei Gegner sind für mich einfach ein bisschen zu viel. Selbst mit dem Kürbiskopf, aber der Kürbiskopf zieht keine Akku von den Gegnern. Ja, die Mimik bringt mich da auch nicht weiter. Weil, ja, klar ist die Mimik cool, aber wir halten nichts aus. Ja, ja. Dann muss ich noch 50 mal umskillen, dann komme ich wieder. Mhm. Oh shit. So. Au. Musste das jetzt sein. Digga, es ist zu warm draußen. Wir machen nachher wieder auf, okay? Kürbiskopf, Flieg und Sieg. Willst du mal sehen, wie ich faile? Mhm. Vielleicht sind die Steinschleuderzauber auch nicht ganz der richtige Weg. Vielleicht sollten wir einfach Terra Magica. Scheiße, ich habe meine Fabel noch nicht aktiviert. Egal. Ach was. Ich kann die in ihrem Schleimzustand kann ich die ausradieren. Dann sind die nicht so schlimm. Ach so, ultra praktisch. Yo, Kürbiskopf, willst du den Rest machen? Au! Was war das? Okay, cool. Problemo gelöst, so. Digga, hör auf hier rumzumauzen. Wenn wir sagen nein, dann ist nein. Mond von Noxstella. Was zur Hölle ist das? Digga. Du bist der ärmste Kater auf diesem Planeten. Tut mir so leid. Ja, dass deine Eltern so furchtbar zu dir sind. Wo ist dieser Mond? Was ist dieser Mond? Irgendwann, Digga, wenn du ganz tief heute Nacht schläfst und ich wach auf und ich wach vor meinem Wecker auf, gucke ich dich an und dann mauze ich dich volle Lautstärke an.
Ja, weißt du mal, was Phase ist, Alter? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Nee, oder? Möglich. Quallenschild? Nein, 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 nein. Sieht nicht danach aus. Silbertränenmaske, okay. Nee, ich habe absolut offiziell habe ich keine Ahnung. Jetzt erzähl mir nicht, dass das hier eine Sackgasse ist. Ja, da waren noch Schmetterlinge, aber egal. Okay. Also wir haben diesen Gegenstand, von dem ich nicht weiß, was es ist. Aber wir sind ja hier noch nicht durch. Wir mussten auch noch unten durchs Erdgeschoss durch. Wir haben auch schon wieder 54.000 Seelen dabei. Ich sehe gerade, da rechts ist noch ein Übergang. Nee, da kamen wir her. Da kamen wir her. Nee, Alter, das juckt mich jetzt in den Finger. Was zur Hölle ist dieser Mond? Hier ist er nicht. Das ist es auch nicht. Es ist auch kein Handwerksgegenstand. Hier bei den Aufwertungsgegenständen ist es auch nicht. Nein. Nein. Zauber ist es auch nicht. Hier ist es nicht. Nein. Fernkampfwaffe ist es auch nicht. Talisman ist es auch nicht. Es ist kein Pfeil, es ist kein Schild. Was zur Hölle habe ich da gerade eingesammelt? Ah, warte mal. Das ist ein Talisman. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Mein Gott, Alter, ich habe gerade 3 Minuten meines Lebens damit verschwendet, durch mein Inventar zu hüpfen. Okay. Warte mal, wie hat denn der hier außen eine Nachricht? Egal. Okay, wir können also wieder runtergehen. Ins Erdgeschoss. Wir könnten uns natürlich auch einfach hinporten lassen. Ich will noch mal überprüfen, ob wir hier nichts lahm liegen lassen. Die Tür hier kriegen wir nicht auf. Hier ist auch kein Schalter oder ähnliches. Also manchmal, wenn ich Elden Ring spiele, fühle ich mich extrem dämlich. Es gibt einfach manche Funktionen und Sachen gibt, die du einfach nicht checkst. Und das ist echt. Bis auf Sekiro habe ich eigentlich, bis auf Sekiro und den Demon's Souls Remake habe ich eigentlich alles gespielt. Hier war auch nichts, ne? Hier war diese Truhe mit der Falle. Weißt du was, ich port mich hier runter. Ach nee, da doch, oder? Nee, ich gehe lieber zu Fuß, weil ich port mich jetzt hier an den falschen Punkt und dann stehen wir wieder am Arsch der Heide.
Ah. Okay, ich will aber da runter. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Nee, ihr könnt mir alle mal gestohlen bleiben. Da drin waren wir auch schon, ne? Ja, hier drin waren wir auch schon. Gut, dann runter. Herrgott, was ist denn hier für eine Love Parade, Alter? Unten drin waren wir auch schon, ne? Ja, da sind die zwei Parfümeure vom Anfang, wo wir jede Truhe zerdeppert haben. Dann lasst uns mal gucken, ob diese riesigen Ameisenreiter hier uns nicht irgendwie weiterhelfen können. Gentlemen. Wenn ich mal ganz kurz ein gigantisches, arkanes Geschoss in den Arsch zimmern darf. Das tut mir stinken. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Ameise hat ja eigentlich nichts abgekriegt. Die sind aber sehr anfällig für Schlag. Das findet mein Schwert sehr gut. Eine Volksversammlung. Ja. Wir halten uns erstmal links, bevor wir uns an die Anruferseite machen. Oh, das sieht auch sehr interessant aus. Wer sind Sie? Irgendjemand schießt von rechts auf mich. Begeistert bin ich nicht. Eine Geisterteillinie plus 9. Wo? Wirklich die Viecher? Ihr wollt mir auf den Keks gehen? Das ist ja nervig. Nee, das sind die Viecher da unten. Das sind alle Viecher. Scheiße. Aber Leute, wie es weitergeht, gucken wir uns bitte in der nächsten Folge an. Das wird mir nämlich alles hier schon wieder zu lang. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.